Hallo, Minecraft-Freunde. Ja, ich weiß, regulär wäre Kalestin Gebote fällig, aber ich bin nicht unbedingt so der Schnittmeister und das Video, wenn ich das ungeschnitten hochgeladen hätte, wäre das deutlich über eine Stunde gegangen und das wollte ich doch ganz gerne vermeiden. Schneiden kann ich nicht unbedingt so gut, das heißt, da wäre nichts Gutes bei rausgekommen. Wer es trotzdem sehen kann, Kalle versteht sich in Videoschneiden deutlich besser. Seine Version hat er geschnitten und auch hochgeladen. Wer das halt sehen möchte, der schaut sich das dann bitte bei Kalle an. Ich werde das noch verlinken, sobald Kalle sein Video online gebracht hat, wird es dann hier in der Videobeschreibung zu finden sein. Ich habe mir überlegt, statt euch über eine Stunde ja, langweilige Versuche zu bringen, wie ich da hüpfe, hüpfe, hüpfe und überhaupt nicht vorankomme, habe ich mir gedacht, ich mache das nächste Tutorial zu dem Hausbau. Ja, wir haben das Haus hier gebaut, wir haben die Segmente gebaut, wir haben das Dach gebaut. Ich hatte euch ja auch hier gezeigt, wie man das mit dem Schornstein machen kann und wie man das Dach auch etwas flacher machen kann. Das hatte ich euch ja auch gezeigt. Das hier, das hatten wir in der ersten Folge, wo ich euch dann gezeigt habe, wie man die Segmente so im Einzelnen gestalten könnte. Es bleibt natürlich euch überlassen, wie ihr eure Segmente gestaltet. Und ja, bei der ersten Folge war ja auch noch ein Jammer dabei. Ja, wo er hier dann. Moment. Nee, Moment. Genau. Und dann kommt dann hier irgendwie. Nee. Das will jetzt nicht. Warum auch immer. Ah, das war das Problem. Genau, das macht so eine Dinger dann unten drunter. Alter, ich komme nicht mehr nach unten. Ja, Mann! Das war das, was ich eigentlich machen wollte. Aber, ja, ich hoffe, ich komme jetzt irgendwie noch da dran. Okay, jetzt geht's wieder. ganz übel. Ja, da kommen da solche Spuren. Das ist unglaublich. Keine Ahnung, was der da für einen Befehl da reingemacht hat. Hier, Knopf drücken. Jawohl. Jawohl, es ist aus. Ja, wenn ihr das haben wollt, könnt ihr ja gerne mal versuchen. Einfach hier den Block weghauen und wieder hin tun. Dann bekommt ihr dann solche lustigen Sachen. Okay, gut. Ich wollte euch diesmal zeigen, wie ihr Licht in euer Haus bekommt. Das heißt, warte mal, das Redstone hätte ich doch gebraucht. So, nehmen wir das. Nehmen wir das. Nehmen wir das. Und eventuell das. Ach ja, und der ist auch wichtig. So, gehen wir ins Haus. So, und ihr wisst ja, wir haben hier so Balken gesetzt. So, ich hatte hier schon so ein bisschen, ich hatte hier mal so festgelegt, hier kommt der Schlafzimmer hin. Dann könnte man hier vielleicht noch so, ja, so ein Mini-Wohnzimmer oder so machen. Ich meine, das Haus ist ja sehr klein. Das bleibt dann euch überlassen, wie ihr es gestaltet. Ja, hier könnte man so eine Küche noch hinsetzen. Aber ihr seht, ich habe auf jeden Fall schon Wände gezogen. Das ist sehr wichtig. Und zwar stets an den Punkten, wo hier außen die Balken sind. Weil dahinter, Moment, da haben wir unsere Hohlräume, die wir brauchen. Die sind wichtig für uns. So, und ihr seht schon hier, unsere Zimmerdecke sozusagen, die wird, naja, 3 Block dick. So, hier im Flur könnt ihr dann euren Aufgang machen oder was weiß ich. Ich mache das nochmal kurz weg, weil wir brauchen noch ein bisschen Platz, dass wir hier arbeiten können. So, und ich empfehle euch, macht erst die hinteren Räume zu. Moment, Moment, Moment. Macht erst die hinteren Räume zu, damit ihr noch einen Raum habt, wo ihr rauf und runter gehen könnt. Das heißt, ich mache das immer so.
Ich lasse den vordersten Raum immer offen bis zum Schluss. So. Und jetzt können wir da anfangen. Wir können dort dann Licht reinsetzen. Da gehen wir dann hier rein und gucken. Ja, hier, da könnten wir hier so zentral direkt. Ja, machen wir das auch. Zack, setzen wir uns hier die Lampen rein. So. Hier auch. Moment, so. Zack. Dann hier. Zack, 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 zack. So. Jetzt müssen wir ja von dem Hebel aus, also sozusagen diesen Hebel zum Beispiel, müssen wir das Licht, den Strom ja nach oben kriegen. Fangen wir wieder hinten an. Ich würde sagen, wir machen da den Hebel hin. So. Das heißt, wir haben jetzt, wir gehen erstmal hier rein. Ne, nicht da. Blödsinn. Blödsinn. Wir müssen die andere Seite aufmachen. Nicht die Seite, wo der Hebel ist, sondern direkt daneben. So. Dann gehen wir hier hin. Und machen. Jetzt haben wir schon unseren Ansatz dazu, dass wir den Strom nach oben leiten können. So. Ihr seht schon, die Fackel geht aus. Weil unter, da drunter die Fackel an ist. So. Das hier können wir ruhig wegmachen. So. Dann können wir uns hier auch bewegen. So. Und jetzt nehmen wir hier den Strom raus. Das heißt, der wird, die Fackel, die da drunter ist, die leitet den Strom in den Block. Und der Block gibt es quasi wieder ab. Und dann könnt ihr den Strom hier weiterleiten. So. Und dann hätten wir den Strom schon für unser erstes Zimmer hier weitergeleitet. So, das machen wir wieder zu hier. Da kommt ne hinterher der nächste Fußboden dann auch drauf. So, jetzt haben wir unser erstes Zimmer angeschlossen. Moment. Licht aus. Licht an. So, Schlafzimmer ist beleuchtet. Zack, dann machen wir das zu und kein Mensch sieht irgendetwas. Keine Redstone-Leitung, kein gar nichts. So, dann wollen wir hier, ja, ich sage jetzt mal, das Wohnzimmer wollen wir ja auch sowas haben. Das heißt, Hebelin, zack, zack. Ihr könnt natürlich auch hier, ja, da könnt ihr auch den Hebel anbringen, dass ihr hier den Hebel direkt neben der Tür, aber dann ist das Problem, ne? Ja, genau. So, halt, nein, da wollte ich jetzt nicht kaputt machen. So, dann gehen wir hier rein. Nein. Blödsinn. Ich wollte doch da in die Ecke. Da wollte ich es doch anbringen. So, zack, hier. Dann. Block drauf. Fackel drauf. Block drauf. Ne? So, Fackel drauf. Und dann wieder wie gehabt. Moment. Wir leiten das hier rüber. Wie gehabt. Den Block da drauf. Auf die Fackel. Dann kann das nämlich, dann wird das nämlich durchgegeben, der Strom. Und wir haben das nächste Zimmer beleuchtet. Da haben wir schon zwei Zimmer beleuchtet jetzt. So. Dann können wir das hier zumachen. Und keiner sieht irgendeine Redstone-Leitung, keine oder irgendwelche Redstone-Fackeln oder sonst irgendwas. So, dann müssen wir das Zimmer noch. Genau. So, und hier. Ja, doch, machen wir es dahin. Dann können wir nämlich da. Da kommt dann hier für den Flur dann hin. Genau. So. Und ja, wie immer gibt es das Haus dann auch wieder zum Download, dass ihr euch das dann auch direkt anschauen könnt. Meine, sehr schwer ist es ja nicht. So, 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 so. Dann gehen wir hier wieder durch. Machen den Block da drüber. So, und dann. Halt, Moment. Nein, 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 nein. Der muss ja diesmal in diese Richtung. So. Genau. Zack, zack. Und wir haben das nächste Zimmer beleuchtet. So, dann.
leiten wir das noch hoch. Das heißt, wir machen dann hier auf, hier eine Fackel rein und leiten das auch nach oben. Also ein ganz einfacher Trick eigentlich. So, jetzt habe ich hier mich zugebaut sozusagen. Und dann leiten wir den Strom darüber. Das heißt, wir machen hier wieder einen Block drauf, damit der Strom auch durchgegeben wird. Dann können wir hier so nehmen wir das hier rüber. Und ihr müsst nicht auf jede Lampe den Strom, also das drauflegen. Eins daneben geht auch. Ja, das heißt, das daneben wird dann auch befeuert. Gut, dann hätten wir jetzt quasi im ganzen Haus Licht. So. Und fertig ist das. Natürlich, wenn eure Räume größer sind, deutlich größer, dann könnt ihr auch noch irgendwo einen Treppenaufgang hin machen. Und dann macht ihr das in der nächsten Etage dann auch. Und dann ist das auch nicht mehr so eng mit den Wänden. Das ist jetzt auch nur ein Beispielhaus, ne? Ich denke mal, dass bei euch die Häuser regulär etwas größer sind als das hier. Aber ihr habt jetzt hier in jedem Raum habt ihr jetzt Licht, ein separates. Jo. So, dann gehen wir hier noch rein. Ganz einfach eigentlich. So, und ich werde immer wieder gefragt, hey, Mesos, wie machst du das mit dem Knopf? Hatte ich zwar schon ein paar Mal gezeigt, aber ich zeige es euch gern noch einmal. Bei dieser Variante ist es ziemlich schwer anzubringen. Da empfehle ich, wenn ihr den Knopf benutzt, macht einfach in der Mitte eine Art Säule irgendwo, ja, und lasst da das Signal komplett nach oben gehen. Na, warum geht denn das jetzt nicht? Lasst da das komplett nach oben gehen und zapft euch das Licht für jede Etage insgesamt ab. So mache ich das in der Regel auch. So mache ich das in der Regel auch. So wird dann mit einem Hebel das ganze Haus befeuert. Das heißt, ihr leitet das nach oben, zapft dann da irgendwo den Strom ab und gebt es an die Lampen der Etage weiter. Und dann lasst ihr das in der Säule noch weiter nach oben gehen und gebt das dann in die nächste Etage weiter. Weil in den Wänden das unterzubringen, ist etwas schwierig. Nämlich hier einen T-Flipflop. Ganz simpel. Halt, Moment. So, so. Dann brauchen wir einen Pisten. Ganz normalen. So. Und einen Redstone-Block. Moment. Redstone-Block. Dann da auch ein Pisten. So. Und da drauf dann Redstone. So, das ist das T-Flip-Flop. So, nehmen wir an, ihr habt hier eure Wand. Da könnt ihr dann dahinter direkt das ansteuern. Das heißt, machen wir das mal ein bisschen tiefer hier. So. Zack. Weil das wäre ein bisschen hoch für das Ganze. So, bringen wir da einen Knopf an. Ob ihr einen Steinknopf oder Holzknopf verwendet, ist bei diesem System egal. So, und dann könnt ihr hier dieses Signal hier unten abgreifen. Das heißt hier, das braucht ihr dann, um das Licht sozusagen nach oben zu bringen. Machen wir die Wand mal bis oben hin. Und dann machen wir hier mal so eine Zimmerdecke rein. So. Und da dann das Licht rein. Zack, zack. So, jetzt bringen wir das mal nach oben. Das machen wir am besten mal hier mit Glowstone. Ja, damit kann man auch ein Signal nach oben leiten. Damit leitet man auch Signale dann direkt nach oben. Ohne Verzögerung. Weil bei den Redstone-Fackeln gibt es immer so eine Verzögerung. Nur in so schmalen Säulen geht es halt nicht anders. So, dann leiten wir das hier rüber. Oh, ja, okay. Gut, machen wir es so.
Zack, 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 zack. So, jetzt ist das befeuert. Ihr seht hier oben, das Licht ist auch schon angegangen. Wenn ich jetzt den Knopf drücke, geht das Licht aus. Geht's wieder an. So, dann gibt es noch eine andere Variante. Allerdings dazu braucht ihr grundsätzlich einen Steinknopf. Dazu braucht ihr grundsätzlich einen Steinknopf. Weil anders funktioniert es leider nicht. Ich habe das viele Male probiert. Anders ist leider nicht zu machen. So, ihr seht, ich habe hier einen Repeater vom Block weg. An dem Block rechts und links jeweils eine Redstone-Fackel. So, auf der einen Seite kommen zwei Repeater hin und auf der anderen Seite ein Repeater. Auf welcher Seite ihr was wo macht, das bleibt euch überlassen. Ihr könnt es auch hier zwei Repeater und da einen Repeater. Das bleibt euch überlassen. Wichtig dabei ist, stellt alle einfach auf voll. Fertig. Dann brauchen wir noch Redstone. Da auch. So, und hier das Signal. Das ist das, was wir dann brauchen. Moment, machen wir da mal sowas drauf und dann brauche ich noch mal diese Redstone-Lampe. Mausradklick. Zack. So, jetzt können wir das hier sozusagen ansteuern. Das heißt, wir können es auch hier, wenn ihr das Signal weiterleiten wollt, das könnt ihr natürlich auch machen. So, dann der Knopf, ganz wichtig, muss ein Steinknopf sein. Ein Steinknopf. So, ich würde sagen, wir machen das mal hier ein bisschen anders. Wir machen das hier ein bisschen anders. Ja, ich mache jetzt hier mal noch einen Repeater dran, aber nur damit das Signal hier durchgegeben wird. Also der Repeater ist normal nicht relevant. Nur wenn ihr das so hochleitet, wie ich das gerade mache. Ansonsten könnt ihr mit normalen Redstone-Kabel arbeiten sozusagen. So. Dann hier. Zack. Machen wir hier das Licht hin. Gut. Leiten wir das hier hoch. Gut. Und hier, da braucht ihr auch nicht bis zur Lampe direkt. Das reicht bis einen Block davor. Das geht auch. Gut, dann machen wir das hier hin. So. Das Gras war im Weg. So, und dann, ihr seht Licht aus. Licht an. Licht aus. Das heißt, das funktioniert auch und deutlich leiser. Das ist dann so wenn es ziemlich flach irgendwo ist, dann könnt ihr das auch so da anbringen. Hier ist es dann halt zwei Spuren dafür breit und hier ist es eine Spur breit sozusagen. Ja, dafür ist das hier flach, das ist hoch. Das bleibt dann euch überlassen, welche Variante ihr benutzt. Nur wie gesagt, bei diesem System hier ist es wichtig, Steinknopf. Das geht nicht mit dem Holzknopf, das kann ich euch gerne zeigen. Moment. Ja, da geht es nochmal an und geht gleich wieder aus. Seht ihr? Da ist wichtig, dass ihr da einen Steinknopf verwendet. Gut, ich hoffe, ich habe euch damit wieder ein bisschen geholfen. Mit diesen beiden Systemen baue ich die meisten meiner Lichtsysteme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage mal, bis zum nächsten Mal wieder und tschüss.